Große Fragen, kurze Antworten. Unser größter und unser kürzester Abgeordneter diskutieren Klimaschutz. Hey Frank, wir wollen ja als Freie Demokraten wirklich einen Klimaschutz erreichen. Bisher hat man Wirtschaftswachstum aber immer nur mit dem Verbrennen fossiler Kraftstoffe hinbekommen. Können wir das auch ohne machen? Können wir wachsen ohne fossile Kraftstoffe? Nachhaltigkeit ist das Produkt aus Ökologie und Ökonomie. Das heißt, wenn eins gegen null geht, geht alles gegen null. Wir können auch weiter verbrennen, bloß halt keine fossilen Brennstoffe. Wichtig ist, dass wir ein starkes Wirtschaftswachstum haben und Klimaschutz, und der geht am besten mit dem Zertifikatehandel. Okay, der Emissionshandel ist also super. Aber der wird ja oft mit einer CO2-Steuer verglichen. Und wir hören immer, die wäre irgendwie besser. Stimmt das? CO2-Steuer bringt überhaupt nichts. Das beste Mittel ist tatsächlich der Emissionshandel. Denn der legt die Menge fest, die reduziert werden soll. Das ist jetzt der allerbeste Weg, weil ich genau dort ansetze, wo ich am schnellsten die meiste Menge sparen kann. Aber uns wird immer vorgeworfen, dass der auch eigentlich irgendwie wie ein Ablasshandel funktioniert. Ablasshandel, das ist die CO2-Steuer. Denn da heißt, wenn du viel Kohle hast, kannst du viel verbrauchen. Wollen wir das? Nein. Du brauchst ein wirksames Instrument, was irgendwann die Menge begrenzt. Und das ist das bei uns. Das steuert die Menge und irgendwann ist halt nichts mehr verfügbar. Und da kannst du noch so viel Geld ausgeben, es gibt nichts mehr zum Ausstoßen. Okay, der Emissionshandel ist Bombe. Finde ich auch. Fordern wir auch. Aber den gibt es ja schon auf europäischer Ebene. Den gibt es halt nur auf zwei Sektoren, auf Energie- und Industriesektoren. Und die zeigen ja ganz klar, dass es geht. Die zeigen, dass man Energie einsparen kann. Und warum tun wir das nicht auf alle Sektoren ausweiten? Dann können wir am Ende dort Energie sparen, wo es am besten ist und am effizientesten ist. Auf der europäischen Ebene dauert immer alles ewig. Wäre das nicht ein Problem für den Klimaschutz? Nö, weil wir können heute in Deutschland beginnen, es dauert vielleicht ein halbes Jahr und es wird losgehen. Aber das Pariser Abkommen ist damit ja noch nicht so ganz erfüllt. Oder was müssen wir als nächstes machen? Ja, das Wichtigste ist, dass wir schnellstmöglich einen internationalen Marktmechanismus einführen. Denn es bringt ja ganz wenig, in Deutschland das letzte Quäntchen rauszuquetschen, wenn ich woanders auf dieser Welt mit weniger Aufwand deutlich mehr einsparen kann. Denn CO2 kennt keine Grenzen und es ist völlig wurscht, wo ich zuerst spare. Klingt irgendwie super. Wir machen Emissionshandel. Wir machen den international, aber wieso sollten Länder wie China, Brasilien, Indien, die ganzen Großen, die sich jetzt alle noch entwickeln wollen, überhaupt mitmachen? Weil wir als Nachhaltigkeits-Innovation-Hub ganz klar zeigen, dass man Wirtschaftswachstum auch ohne CO2-Ausstoß haben kann. Cool, und wie soll das gehen? Ja, wir haben jetzt die einmalige Chance in Deutschland, als normalerweise Energieimporteur selbst Energie herzustellen. Wir können in die Produktion von synthetischen Kraftstoffen einsteigen. Da können wir den Verbrennungsmotor erhalten. Wir können das Wasserstoffland Nummer 1 werden. Wir müssen bloß endlich die politischen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Am besten mit dem Emissionshandel und am besten mit dir, Lukas Köhler, als besten Klimaexperten in unserer Fraktion. Was soll ich dazu noch sagen?